Georgius Biocenus, Schriftsteller, 1876 bis 1877, Goslar Straße 2. Georgius Bucinus. Georgius Bucinus, geboren 1849 in Byzion, gestorben 1896 in Athen, war ein bedeutender griechischer Schriftsteller, Dichter und Gelehrter. Biografie: Bucinus wurde im ostthrakischen Dorf Byzion geboren, im damaligen Osmanischen Reich. Er stammte aus sehr armen Verhältnissen. Im Alter von 10 Jahren schickten ihn seine Eltern zu seinem Onkel nach Konstantinopel, um das Schneiderhandwerk zu lernen. In Konstantinopel blieb er bis zu seinem 19. Lebensjahr. In diesen Jahren kümmerten sich neben seinem Onkel auch der zyprische Kaufmann Georgios Georgiades und der Bischof von Zypern Sophronios um ihn. Eine Zeit lang lebte Byzinos auch in Zypern, wobei er für die klerikale Laufbahn vorgesehen war. Im Jahre 1872 beginnt Bucinus ein Studium der Theologie an der Theologischen Schule von Halki auf den Prinzeninseln. Im nachfolgenden Jahr veröffentlicht er seine erste Gedichtsammlung mit dem Titel Dichterische Erstlingsarbeit. Einer der Professoren von Bucinus in Halki war der Theologe und Dichter Elias Tantalides, der dessen außergewöhnliches Talent erkannte und ihn Georgios Zaphiris vorstellte, der später sein Förderer wurde. 1874 wird Bucinus' episches Gedicht Kodros bei einem bedeutenden Gedichtwettbewerb in Athen ausgezeichnet. Im selben Jahr schrieb sich Bucinus in die Philosophische Schule von Athen ein, verlässt aber ein Jahr später Griechenland, um sein Studium in Göttingen fortzusetzen. Dieses Auslandsstudium ermöglichte ihm sein Förderer Zaphiris. Neben Philosophie studierte Bucinus in Göttingen auch Philologie. Er beendete sein Studium in Göttingen im Jahre 1878.